Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Charttechnik-Update bei IG. In dem heutigen Charttechnik-Update schauen wir uns den Goldpreis an. Und wir sehen hier im Tageschart, die Goldbullen in diesem Fall konnten sich zuletzt beim 200-Tage-Durchschnitt einfache Berechnung bedanken. Nämlich bereits im Oktober, Anfang Oktober, musste sich die Glättungslinie einem Test unterziehen, der mit Bravour bestanden wurde. Aber auch zuletzt, nämlich im Grunde von seit Ende Oktober bis zuletzt am 6. November, wurde die 200-Tage-Durchschnitt mehrmals erreicht, getestet. Und jetzt aktuell am gestrigen Handelstag, beziehungsweise schon zwei Tage vorher, konnten wir uns ein wenig von der Durchschnittslinie nach oben entfernen. Interessant ist die Situation momentan insofern, da das gelbe Edelmetall praktisch jetzt hier am 50% Retracement bei 1.281 US-Dollar angekommen ist, leicht momentan darüber liegt und auch der Goldpreis kämpft zudem dann auch mal mit dem fallenden 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1.287 US-Dollar. Die beiden Widerstände sollten auf Schlusskursbasis überwunden werden. Dann wären die nächsten Widerstände die ehemaligen Zwischenhochs bei 1.295, 1.296 und natürlich dann auch anschließend das 38,2% Retracement bei 1.299 US-Dollar. Gelingt dann auch noch der Sprung über die psychologische Marke bei 1.300 US-Dollar, könnte es dann weiter aufwärts gehen bis zum 23,6% Retracement bei 1.321 US-Dollar und, ich gehe mal einen Schritt zurück, dem ehemaligen Zwischenhoch von Anfang November des vergangenen Jahres. Natürlich besteht weiterhin die Gefahr eines Rückschlages. Der Goldpreis ist also noch nicht so richtig gerettet. Das heißt, jederzeit kann der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1.269 US-Dollar nochmal ins Geschehen eingreifen. Was nicht passieren darf aus charttechnischer Sicht, wäre natürlich ein Rutsch unter das 61,8% Retracement bei 1.263 US-Dollar. Und da liegt auch punktgenau eine waagerechte Trendlinie. Das heißt, diese beiden Unterstützungen sollten nach Möglichkeit nicht unterschritten werden, weil dann würde sich die charttechnische Situation deutlich eintrüben und in diesem Fall müsste dann mit dem ehemaligen und zurückeroberten Aufwärts- bzw. Abwärtslinie bei 1.253 US-Dollar mit diesem Ziel müssten dann die Marktteilnehmer rechnen.